gläubige, wiedergeborene Christen fragen sich oft, was ist meine Berufung? Welche Aufgabe soll ich für Gott erfüllen? Was ist meine Salbung? Was soll ich für Gott in dieser Welt ausrichten? Und das sind wirklich gute Gedanken. Wir sollen uns damit beschäftigen. Und es ist wirklich so, Gott hat etwas Bestimmtes für dein Leben geplant. Er möchte, dass du etwas tust, was einzigartig ist und was nur du tun kannst. Viele denken dabei an einen großen Dienst, an eine große Aufgabe, etwas ganz Besonderes, Bestimmtes, Einzigartiges. Und das stimmt. Es ist etwas Einzigartiges, was nur du tun kannst. Ganz am Anfang der Bibel spricht Gott zu Abraham genau über diesen Teil seiner Berufung, über diesen Inhalt dessen, was Abraham tun soll. Ich möchte dir das vorlesen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. In den Sprüchen lesen wir, welchen Einfluss wir auf unsere Stadt haben können. Durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wird eine Stadt erhoben. Im Korintherbrief lesen wir, wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und die schönste Verheißung für mich speziell steht in Epheser. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Verstehst du, dein Leben ist gesetzt, dass du ein Segen sein sollst. Du sollst ein Segen sein für deine Ehe, für deine Familie, für deine Verwandtschaft, für deine Mitarbeiter, einfach für alle Menschen, mit denen du zu tun hast, selbst für die Kassiererin im Markt, sollst du ein Segen sein. Du bist gesetzt, etwas, was einzigartig in dir ist, was nur du tun kannst, wird durch diesen Segen, den Gott dir gegeben hat, freigesetzt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Die Welt braucht Menschen. Sie hat eine tiefe Sehnsucht nach Menschen, die ein Segen sind, die etwas Gutes sagen, die ein Lächeln haben, die etwas für sie tun. Sei ein Segen für deine Umwelt, für deine Umgebung, für den Platz, wohin Gott dich gestellt hat. Du bist zum Segen berufen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist etwas, was im Alten Testament geschrieben ist. Und weil Gott in Bündnissen mit uns lebt, deshalb wiederholt er das im Neuen Testament. Du bist ein Segen. Du sollst ein Segen sein. Und du bist gesegnet von Gott. Mit allen Segnungen aus der Himmelswelt. Gott hat mehr für dich.